Hallo Computerversteher, ich wollte heute mal einen Trick teilen, den ich neulich gelernt habe, nämlich Shortcuts im Chrome-Browser. Wenn ich was übersetzen will, dann tippe ich hier im Chrome-Browser einfach in der URL-Bar TR wie Translate, dann Abstand und dann, was ich übersetzen will, zum Beispiel Hello World. Und dann bekomme ich die Übersetzung angezeigt in einer Webseite, die ich selber einrichten konnte. Anderes Beispiel, ich möchte meine Aktienkurse mal wieder checken. Also gehe ich zu Comdirect. Ich habe den Shortcut jetzt CD genannt. CD, Abstand, Daimler und tippe Enter und schon kriege ich die Aktien von Daimler angezeigt. Und der weiß auch im Gegensatz zu mir, dass das jetzt in Mercedes-Benz Group umbenannt wurde. Und das finde ich richtig cool. Also es macht meinen Alltag einfacher, dass ich jetzt hier diese Shortcuts verwenden kann. Und ich denke, das kann euren Alltag auch einfacher machen. Und wenn ihr das wollt, dann klickt ihr einfach hier auf Settings oder drei Punkte, Settings und dann dieses Search Engine und Manage Search Engine and Site Search. Also was ich hier gemacht habe, ist, ich habe einen Shortcut für Site Search eingerichtet und zwar einen Custom Site Search Shortcut. Und hier sind meine beiden, die ich da eingerichtet habe. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr natürlich hier auf Add klicken. Ich zeige euch mal, was ich da eingerichtet habe. Den Shortcut habe ich Comdirect genannt. Den Auslöser, das, was ich in die URL-Bar eingebe, ist CD und dann Abstand oder CD und dann Tabulator. Und welche URL dann aufgerufen wird, das ist https://inf/search/all.html und ihr könnt es hier sehen. Und das, was ich eintrage, das wird hier unter %S eingetragen. Also in meinem Beispiel würde Daimler hier eingetragen werden. Bei Comdirect war es etwas schwierig, hier die korrekte Seite zu finden, aber das habe ich am Schluss hingekriegt, indem ich nämlich in die Developer Tools gegangen bin. Ich gehe hier also in drei Punkte, More Tools, Developer Tools und dann auf Network und dann sehe ich hier immer, welche Seiten aufgerufen werden. Und jetzt bleibe ich mal gerade hier und sage comdirect.de. Dann sehe ich, was der alles an Seiten aufruft und was der alles an Objekten, JavaScript-Objekte, SVG-Objekte, aber auch HTML, was der hier alles abruft. Und dann kann ich hier hingehen und kann sagen, Daimler. Und dann kriege ich hier angezeigt, was dann alles als nächstes für einen Kanon an Abfragen passiert. Denn einfach zu sagen, ich gehe hier auf, denn einfach zu sagen, was nicht funktioniert, ist nämlich das hier. Einfach hier zu sagen, ich ersetze Daimler durch VW. Das klappt nicht. Dann bekomme ich weiterhin Mercedes-Benz Group Aktie angezeigt, weil ich nämlich hier oben bereits einen anderen Key angegeben habe, einen anderen Schlüssel angegeben habe dafür, was ich angezeigt kriegen möchte. Das klappt also leider nicht und deshalb muss man sich dann mal mit dem Network-Tab in den Developer-Tools vertraut machen, wo da die Reise hingeht. Falls ihr eine ähnliche Webseite habt, wird euch also dieser Network-Tab helfen. Wenn ihr einfach nur wissen wollt, wie es für Comdirect geht, dann verrate ich euch das hier natürlich. Das geht mit dem hier. Ich verrate es auch in meinem Blog nebenbei und da ist das Ganze dann nochmal schriftlich zusammengefasst. So, also hier ist die URL, wie ihr eine Seite direkt abrufen könnt mit einem Shortcut im Chrome-Browser mit Comdirect. Tja, das war's für heute. Freue mich über jedes Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.